unter Tool 1 bekommen wir hier so angeboten sehr, sehr, sehr viele verschiedene Funktionen. Und eine der Funktionen, die unter Koordinaten heißt, alle Z-Koordinaten auf einen Wert 0 setzen. Und hier, zum Beispiel hier unter Textstile bekommen wir jetzt hier eine Funktion, die heißt Fonts der Stile umwandeln in isocp.shx schreiben. Das bedeutet, ich will jetzt in jedem Textstil ein Font isocp haben. Nächste interessante Funktion finden Sie unter Tools 3. Unter Blöcke und Gruppen finden Sie eine Funktion, die heißt Bemaßungen in Dimension Blöcke umwandeln. Was bedeutet das? Das bedeutet, diese Funktion nimmt alle schlecht definierte Bemaßungen, löst die auf und packt sie einfach in einen laufend nummerierten Block. Und das aktiviere ich jetzt. Das war jetzt, was ich machen wollte für diese Zeichnung. Jetzt kann ich einfach als auf dem Knopf gehen, Einstellungen speichern. Das werde ich jetzt hier abspeichern und das ist zum Beispiel für den Austausch mit dem Ingenieurbüro. Naja, okay. Und dann habe ich das wieder in der Zukunft. In der Zukunft kann ich das hier mit Einstellungen lesen, kann ich die Einstellungen behalten. Aber starten wir jetzt die Konvertierung und schauen wir mal, wie das funktioniert. Okay, und jetzt gehe ich nach der Konvertierung hier in diesem Viewer danach und starte mit ausgewählten Dateien vor und nach der Konvertierung. Und jetzt schauen Sie mal bitte, was der Viewer macht. Der Viewer öffnet zwei Zeichnungen. Auf der linken Seite die Zeichnung, wie es mal gewesen ist, und auf der rechten Seite die Zeichnung in dem neuen Zustand. Wenn Sie diesen Zauberknopf hier, den Fenster koppeln, drücken, werde ich jetzt den Zoom mit dem linken und rechten Fenster auch koppeln. Und das ist fantastisch. Ich zeige es Ihnen. Jetzt kann ich einfach gewisse Details vergrößern und schauen, inwieweit meine Zeichnung sich verbessert hat. Und jetzt schauen Sie mal bitte, so war es vorher. Kein Umlaut. Jetzt haben wir einen wunderschönen Umlaut. So sah es diese 24 mit komischen Zeichen am Ende. Jetzt haben wir, sehen Sie, 24 schön in grün, so wie ich das wollte, mit einer sehr schönen, stabilen Bemaßung. So, gucken wir uns mal die Wände an. Sehen Sie, hier war das vorher die Wand. Jetzt haben wir die Wand in Farbe gelb und diese Fenster in Farbe grün. Und jetzt schauen Sie mal bitte, was passiert. Wenn ich jetzt hier auf Durchsicht der Eigenschaften gehe, habe ich jetzt ein Fenster, in dem ich auch die Layers verändern kann. Wenn ich hier auf MW gehe und hier rechts gehe, auf Wand, dann sehe ich, da kann ich die Layers vergleichen. Ich sehe, aha, tatsächlich. Hier war das vorher MW, hier ist es jetzt Wand. So, jetzt klicke ich links. Aha, das war die Öffnung L. Und jetzt gehe ich rechts und dann sehe ich, dass es jetzt auf Layer Wand gelandet. Das bedeutet hier, diese Umwandlung hat fantastisch funktioniert und auf diese Art und Weise können Sie jetzt kontrollieren, inwieweit die Zeichnung sich verbessert hat. Und jetzt schauen Sie mal bitte, wie die dritte Dimension aussieht. Ich habe den Zoom gekoppelt und jetzt schauen Sie mal bitte, ich vergrößere das jetzt dreidimensional und sehen Sie, die Zeichnung ist wunderschön flach. Und letzte Sache, was wir jetzt hier schauen, ist wieder auf Durchsicht der Eigenschaften und jetzt gehe ich hier auf Linientipp und jetzt sehe ich hier in dieser Zeichnung habe ich jetzt gestrichelt, Punktstrich, Strichpunkt und wenn ich hier rechts gehe, dann habe ich ISO Linientippen. Das bedeutet, die Umwandlung der Linientippen hat wunderschön funktioniert. Das einzige, was ich jetzt hier noch machen muss, ist, wenn ich jetzt hier den Detail vergrößere. Sehen Sie, das war vorher gestrichelt, jetzt ist nicht gestrichelt und das liegt einfach nur an dem Skalierfaktor. Also, und da kann ich jetzt hier nach dem richtigen Skalierfaktor für die Linientippen suchen und erfahrungsgemäß ist er jetzt kleiner bei Isolier-Tippen und sehen Sie, der richtige ist 0,1. Probiere ich hier vielleicht 0,2. Das ist noch okay, also 0,1 war okay. Das kann ich hier einstellen unter Tools 2 Header Variablen und hier können Sie den Linientippfaktor setzen und da setze ich gerade 0,1 und dann sind jetzt meine Einstellungen jetzt perfekt. Das kann ich nochmal speichern und
für eine Zukunft kann ich jetzt hier alle möglichen Dateien auswählen. Das bedeutet, Sie können hier hunderte von Dateien in einem Zug laufen lassen und damit können Sie wunderschön diese schlecht strukturierte, kaputte Dateien wieder wunderschön für Ihre Zeichnung aufbereiten. Ich danke vielmals und auf Wiedersehen.